So, dann machen wir da mal ein kleines Unboxing-Video. Und zwar, das ist auch noch etwas, was ich heute bekommen habe. Aber gut, das ist jetzt das AUX-Kabel vom Kollegen. Dann hier das neue Case für das Samsung S9. Kann ich es mit einer Hand auftun? Jo. Kann man noch umklappen. Dann kommt das so her. So. Das Metall drin ist. Yeah. Yeah, jetzt Metall. Ja, mit ihrer Hand ist es nicht so gäbig. Na da, ist das so. Na, die SIM-Karte ist schon drin. Natel-Nummer bleibt gleich. Ist einfach eine neue SIM-Karte hat's gegeben. Na, hier ist auch noch irgendetwas, weiß ich noch nicht genau. Na, ist da auch schon mein Natel. Tada! Schön mit Schutzfolie drauf. Samsung S9 mit der grossen Speicherkapazität von 256 GB. Ja, da steht sogar drauf hier. Da. Ordentlich Speicher, dass ich auch die langen Videos kann bearbeiten mit InShot und nicht nur die kurzen, weil das Problem war beim S5. Habe ich nur 16 GB Speicher auf dem Handy und der ist immer voll. Und sozusagen kann ich eigentlich keine langen Videos bearbeiten, weil mit InShot will das bearbeitete Video auf dem Handy speichern und nicht auf der Speicherkarte. Und hier habe ich jetzt 256 GB. Also das Problem mit Speichermangel habe ich nicht mehr. Und dann kann ich hier noch eine externe Speicherkarte rein tun. Da kommt auch noch eine fette externe Speicherkarte rein beim S5. Habe ich jetzt einen 64er, glaube ich, drinnen und die ist auch schon voll. Und ja, muss einfach viel Speicherkapazität haben. Und da noch viele Zeug. Das hier da zum Datenübertragen von Natel zu Natel. Neues, das ist noch das alte vom S5 hier. Neues Ladegerät. Das hier hat eine Stärke von, wenn man es kann lesen. Ah, es wird nicht scharf stellen. Komm, du scharf stellen. Du es scharf stellen. Komm. Also, ich lese es ab. 2 Ampere. Hier ist es gleich stark. Es ist auch nur 2 Ampere. Ich hatte schon gehofft, dass es ein stärkeres gibt. Ich kann es schneller laden, aber es ist nur 2 Ampere. Ja, das so viel zu dem Thema. Ich habe noch Videos auf dem Natel gespeichert. Da gibt es dann noch, kommen noch online. Aber ihr werdet den Unterschied sofort merken, vom alten zum neuen Natel. Ich würde es sicher auch noch extra erwähnen, wenn das jetzt neue Natel im Einsatz habe. Aber das werdet ihr sicher auch sehen. Und das hier ist richtig geil! Yeah! S9. S5. Mit dem bin ich jetzt am Filmen. Und das ist das S9. Und S9 ist einfach mal 4 Generationen weiter, das heisst 4 Jahre sind dazwischen, und dann weiss man jetzt so, wie lange dass ich mein S5 schon habe. Warum das die Kameraqualität so scheiße ist beim S5? Es ist eine eBay-Kamera drinnen, also Linse, weil die alte kaputt gegangen ist. Sonst hätte ich normalerweise 1080p, also Full HD-Qualität, ohne Schattierungen drinnen. Hier oben ist immer so Schattierung. Es hat auch noch mehr drinnen mit der alten Linse, aber es ist eine neue drinnen. Und die hat auch immer am Rand aussen, hier am Aussenrand und hier aussen am Rand, unscharf und kann nur den Fokus, also scharf stellen kann es nur hier. Und die alte, ursprüngliche Kamera hat einfach das ganze Display scharf gehabt und ohne Schattierung und Full HD-Qualität. Also kann man sich vorstellen, S5 hat auch schon gute Kamera drinnen gehabt, nur mies. Hat es nicht mehr und es kostet zu viel für so eine Scheisskamera. Darum habe ich mir jetzt ein neues Natel suchen da, dass ich mehrere Sachen eliminieren kann. Zu langsame Prozessor, zu schlechte Kamera und zu wenig Speicher.
Das sind die drei Hauptgründe gewesen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Mann. Und hier kann ich das Unboxing noch ein bisschen weiterführen. Und zwar kann man das Unboxing 2.0 machen daraus. Hier, Mofakult-Bestellung für mein Italmonster ist etwas gekommen. Und zwar etwas, was ihr schon kennt, etwas, was ihr schon gesehen habt, nur mit etwas mehr dazu. Ich muss da schauen, dass ich mir nicht die Füße schneiden habe. Das wäre dann nicht so gut. So, hier kann man ganz schnell schauen. Da, was sie mir geschickt haben. Sie haben mir geschickt. Oh Mann. Oh, wie geil. Oh. Weg. Weg. Weißt du, ein Nachteil hat das Natel, es tut nicht mehr automatisch scharf stellen. Ich muss jedes Mal auf das Display klicken, dorthin, wo es soll scharf stellen soll. Das ist auch so ein Nachteil. Früher hat es immer automatisch scharf gestellt. Aber eben, neue Natel kann er das auch. Ja, Werbung. Was haben wir hier? Was haben wir da? Oh, ich habe mir noch etwas mehr gestellt. Und zwar, oh, geil, hä? Thermoband. Schrauben. Jetzt geht's da. So. Alles einpackt, sehen wir, alles einpackt. Ah, oh Mann, das ist ja off. Oder nicht? Ja. So, mit der einen Hand. Das kennt ihr ja schon. Swingnappe. Ja. Das ist gut, aber interessanter ist, was da hier drin ist. Das ist viel interessanter. Jetzt müssen wir hier ein Podest bauen, dass ich es drauflegen kann. So. Voilà. Was ist echt das? Oh. Oh. Ich sehe genau das, was ihr seht, weil ich schaue nämlich das Natel. Ah, oh, auf das Display. Oh, das ist nice. Oh, so geil. Nein. Dann noch krumm werden auf das Mal rauf. So, dann ist das da hier so. Und dann kommt der. Auspacken. Mit einer Hand und mit Füßen. Eine Hand und Füßen. Die Folie ist sehr streng. Dann kommt das so hier drauf. Yeah. Das ist Porno. Das ist Porno. So. Also, Leute, für nächstes Jahr, Saison 2019, habe ich mal so richtig aufgerüstet. Oder nicht? Geiles Huren S9, fette Speicher, geile Kamera und sogar Ultra Slow Motion mit 960 Bilder pro Sekunde. Ja. Schneller Prozessor, dass es so schneller kann arbeiten kann und nicht mehr so umeinander leckt wie mein S5. Und Fahrwerk-Upgrade beim Italmonster, Fahrwerk-Upgrade beim 70 Kubik Rennmaxi Daily Pitch plus Motorsetup-Upgrade beim Daily Pitch. Und dann habe ich noch ein neues Rennkombi auch noch zu suchen da. Also neu nicht, aber besser als das alte. Dass ich neue Schleifer dran habe, dass ich ein bisschen Hang-Off-Style machen kann. Mal schauen, wie das wird aussehen nächstes Jahr. Auf jeden Fall habe ich jetzt fett aufgerüstet. So richtig fett aufgerüstet. Das muss montiert werden. Die Felgen, alles lackiert werden, Rahmen lackiert werden. Motor vom Ital Monster. Wie gesagt, da gibt es ja auch noch Videos, aber der mit diesem hier. Schon mit dem, oder? Schon, hä? Ja, ich hab's schon gesagt. Also, Motorvideos kommen noch vom Ital Monster. So ein bisschen Details, was ich noch mache, weil ich habe noch einiges vor dem Motor. Und zwar meine jetzigen Porting-Skills auf den Motor übertragen, weil das letzte Mal, als ich dran gewerkelt habe, an diesem Zylinder, ist auch schon über 2 Jahre her. Und mittlerweile habe ich mich auch ein bisschen weiterentwickelt und immer wie mehr dazugelernt und so weiter. Und dann kann ich das sicher auch noch besser machen, noch schöner machen, noch mehr rausholen und ein paar Sachen werden noch verändert. Also
Ich bin gespannt sein, es werden noch etwas Videos folgen. Jetzt im Winter zwar nicht mehr so regelmäßig wie Saison, Sommer, also Frühling bis Herbst. Im Winter schraube ich etwas zurück, weil es ist kalt, es ist grusig. Ich will auch mal eine Zeit im Jahr haben, wo ich ein bisschen die Sache ruhiger angehen kann, wo ich nicht immer so auseinanderhetzen muss. Und dann werden auch ein bisschen weniger Videos kommen. Ich weiß nicht, ob ich über die Altjahreswoche auf das neue Jahr zu überhaupt etwas wird machen. Mal schauen. Ich will mir da keinen Stress machen. Es ist Freizeit, alles reine Freizeitbeschäftigung. Und da ist kein Terminplan vorhanden oder so. Das mache ich immer rein spontan, wenn ich Lust dazu habe. Und sonst mache ich nichts. So, Mofa-Kult, noch schön Werbung machen hier. Da, geile Sicher, geiles Material. Es ist eine Plug-and-Play-Bremsscheibe. Einfach ein neues Design, sieht richtig fett aus. Also im Vergleich zur alten, wo wir mit bekommen, ist das doch mal eine erfrischende Abwechslung. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace. Da seht ihr im Fernsehen. Peace da. Ja?